Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Punch Club 2. So, dann trainieren wir mal eine Runde. Ah, schon wieder Hunger, wir haben nichts. Doch, wir haben noch. Gut, wir trainieren einfach weiter. Dann kommt der Kampf schon bald. Okay. Gut, wir haben Hunger. So. So. So, mal davon, das macht uns voll. Kaufen wir nochmal die gleiche Menge oder ähnliche Mengen. Und trainieren weiter. Gut, bald gibt es den Kampf. Warum man beim Laufband auch noch stärker kriegt, keine Ahnung. Aber hier, wo wir Stärke eigentlich anwenden, kriegen wir keine Stärke, also keine Ahnung. Also hier schlagen wir drauf, da sollten wir eigentlich Stärke kriegen. Hier, wo wir keine Stärke benötigen, kriegen wir Stärke. Hier verstehe ich's. Das ist wie hier. So knapp. So. So, zweimal essen. Nochmal trinken, dann nochmal und auf in den Kampf. Gut, da wir nicht blocken, ist es hier weniger ein Problem. Die Frage ist, ja. Wollen wir das gleiche wie er? Müssen wir hier ein paar Sachen ändern? Wie zum Beispiel Ausweichmodifikator und vielleicht das hier. Und seine Angriffe brauchen auch viel Ausdauer. Ja, gute Chance auszuweichen. Schauen wir mal, was das bringt. Das können wir immer noch abändern. Oder warte. Machen wir es so. Reflektierte. Bei erfolgreichen Ausweichen 40% des Schadens. Kehrt nach dem Ausweichen zurück, das ist gut. Warte, gibt es nicht noch. Nee, das war hier. Sonst gibt es keinen Ausweichmodifikator, oder? Ausweichmodifikator. Ja, für zurückkehren, aber. Hier haben wir alles. Wo heißt er, kehrt nach dem Ausweichen zurück. Gut. Dann kämpfen wir.
Okay. Wir machen Tiger. Und machen das hier. Der Rest geht auch. Und wir machen das hier. Mehr Schaden. Und hier der Geist. Dann gehen wir kurz hier. Kaufen. Dann Roundhouse Kick trinkt den Gegner zurück oder der Skorpionstachel. Skorpionstachel. Wird eine Initiative. Bringt den Gegner zurück. Fragezeichen kriegt zerstörbare Ausführung, erhöhte Beweglichkeit. Schattenklone. Eine sehr hohe Chance ausweichen. Kehrt nach dem Angriffen zurück. Dann machen wir das hier. Und ich glaube, das ist gut für den Cobra-Stil. Wenn wir eine hohe Chance zum Ausweichen haben. Hat mit dem hier. Wird schon schief gehen. Gut. Sonst haben wir im Moment nichts. Gut. Das heißt, zu uns zurückkehren. Okay, Mickey gibt uns keine neuen Aufgaben. Dann trainieren wir ein bisschen. Wieder müde. Okay. Lass deine Deckung fallen und lass dich auf einen wütenden Schlagabtausch ein. Wirft 40% des eingehenden Schaden auf den Gegner zurück. Erhöht deine erlittenen Schaden um 40%. Ziele, die effektive Angriff der Verteidigung vorzieht. Okay, was haben wir? Jeder Schaden, den du nicht ausweichen kannst, wird um 1 reduziert. Okay, Angriff verursachen 20% mehr Schaden, verbrauchen aber 20% mehr Energie. Okay. Schade, dass du nicht versuchst auszuweichen. Schaden, dass du nicht versuchst auszuweichen, stellt 3 Energie wieder her. Okay, und Schaden wird um 20% erhöht, wenn du weniger als. Ich glaube, ich kämpfe. Der Typ blockt. Das gleiche nur mit Blocken. Und hier. Die Chance, den Schlag auszuweichen, wird verringert. Was haben wir hier? Kick in die Leber. Die Chance, diesen Schlag zu blocken, ist verringert. Das ist Ausweichen und das ist Blocken. Okay.
Okay. Gut, Angriffsmodifikator. Ausgewichene Angriffe kosten 20% weniger Energie. Also wenn wir ausweichen. Stellt dir etwas Gesundheit wieder her, wenn du nicht versuchst zu blocken oder auszuweichen. Geblockte Angriffe kosten weniger Energie. Ah, Angriffsmodifikator, der Gegner blockt. Aber da wir nicht blocken, ist das okay. Das Problem ist das hier. Aber gut, ich glaube, ich versuche es zuerst gegen ihn. Ja, wir gehen sofort hier rüber. Sonst haben wir nichts mehr. Gut. Dann auf zum Mixhaus. Und wir trainieren ganz normal. Wir haben Hunger. Zum mal essen und ja. Zeit fürs Training. Gut, dann machen wir hier etwas. Gut, dann machen wir den mittleren Kick. Und den Seitenhieb. Gut, vorerst reicht das, dann trainieren wir ganz normal weiter. Noch kurz unterwegs, ein bisschen wieder was futtern zu kaufen. So, einmal essen, einmal trinken, das sollte ausreichend sein. Dann gehen wir kurz zu Silvers Trainingsbude. Wir trainieren natürlich. Für gegen Silber ist, glaube ich, Cobra. Nee. Doch, Cobra. Sie anfällig für Spuren. Dann können wir das hier noch trainieren. Dann haben wir auch noch das hier. Und hier müssen wir das hier draufpacken. Und natürlich das hier. Ja, hier diesen Angriff erhöht erfolgreiche Treffer. Ja, jeder erfolgreiche Treffer. Okay. Gut, dann probieren wir das mal hier aus. Gut, das haben wir voll gekriegt, das ist gut. Und der Rest wird auch gut. Dann gehen wir zum Mixhaus. Ja.
So, nochmal weiter trainieren. Das machen wir der Rest der Stunde. Aber zuerst kurz zusammenquatschen. Die Motivation nach oben zu treiben und jetzt weiter. Ah, das hat nicht ganz gereicht. Das war so knapp. So, dann trainieren wir das hier. Das wieder zu weit unten ist. Stupid da. Es kostet so viel, das wieder hochzutreiben. Oh ja, ja, gut, gut. So, 33, das ist gut. Würde ich behaupten. Genau. Jetzt kurz wieder Essen holen. Dann machen wir schnell eine Schritte kaufen. So, perfekt. Und wir gehen weiter arbeiten. Arbeit. Als erstes machen wir eine Streife. Es leider nicht welche von den Aufgaben mehr Punkte bringt von der Zeit her. Es wäre gut, wenn es aufeinander aufbaut. Wenn man zuerst Streife gemacht hat, dass man eine Zeit lang mehr für den Papierkram kriegt. Wenn man es so hin und her jongliert. Also schaut, dass man Abwechslung. Jetzt essen, dann müssen wir ein bisschen Fun holen. Gut, und da wir werden wieder gegen ihn kämpfen. Fight! Perfekt. Okay, hier ist das schnelle Tritte gegen den Kopf. Ja, das da. Schon interessant. Der macht extrem viel Grundschaden, man braucht aber viel Energie. Schattenklone. Okay. Ist genug für heute. Komm morgen wieder, ja. Schnell das trinken. Dann gehen wir kurz nochmal hier rüber und kaufen wieder das Zeug, das wir brauchen. Ah. Und gehen wieder zurück an die Arbeit. Dann wir vielleicht mit dem Polizisten mal reden. Ja. Ah. Hat leider nicht gereicht. Vielleicht nächstes Mal. So. Wir brauchen Leute wie dich bei der Polizei.
Ja, ich bin bei der Polizei. Dann müssen wir wieder hier trainieren. Gut, dann hier. Gut, der hat Hunger. So. Weiter trainieren. Dass das nach oben geht, gefällt mir nicht. Aber es ist ein notwendiges Übel. Trainiere weiter, Schlag auf Schlag. Ernsthaft? Wir müssen wirklich irgendetwas finden, das dafür sorgt, dass wir nicht mehr so viel essen müssen oder nicht so oft. Das Training zum Beispiel weniger Futter benötigt. Fast mehr Zeit im Essen besorgen als irgendetwas anderes. Überspitzt dargestellt. So. Zurück zum Training. Dann hier gerade dabei. Der Kampf. Wir trainieren ein bisschen weiter. Noch ein bisschen mehr. Gut. Ich gehe nochmal einkaufen. Denn wir müssen voller Stärke, also sein. Kaufen. Einmal. Und dann kämpfen wir gegen ihn. Warte, bevor wir loslegen. Was? Wollt ihr wirklich gegen mich kämpfen? 5 gegen 1? Wovon redest du eigentlich? Ich spreche von euch 5 großen Schlägern. Ihr verbündet euch gegen einen wehrlosen kleinen Welpen? Also ich. Aber ich habe den Welpen und. Aber ihr habt den Welpen und schätzt, er ist gut gefüttert worden. Oh ja! Und jetzt wird er sich auf euch stürzen und reißen. Und wenn er seine kleinen Pfoten hebt, wisst ihr, was dann passieren wird? Wisst ihr das? Vernichtende Energie! Vernichtende Energie? Ein. Alles, ja, Erleichterung. Squirtly. Was? Ich bin von einem Kampf immer nervös, aber dieser Kerl ist völlig durchgedreht. Hububu? Wo bin ich? Wer zum Teufel bist du? Ich will heute nicht zur Schule gehen, Mama. Mami. Wir brauchen hier einen Arzt. Ernsthaft? Mr. Perry, was ist mit dem Kerl passiert? Geht es ihm gut? Nein, das ist er nicht. Die Ärzte sagen, er sei vergiftet worden. Und jetzt muss ich als Organisator der Liga für seine Behandlung aufkommen. Und du weißt, dass das örtliche Krankenhaus mir weit mehr als $3 berechnen wird? Weit mehr als 4? Ganz genau, und die Verluste hören damit nicht auf. Dieser Vorfall hat einen Schatten auf die beste Gilde der Stadt geworfen. Liga. Nach Gilde. Das ist inakzeptabel. Wir müssen herausfinden, wie das passiert ist. Hast du irgendeine Idee? Lass mich nachdenken. Er sagte, er sei ein Welpe. Er sagte, er hätte heute Unterricht. Er sagte, er sei gut genährt. Ja, eher das hier.
Wenn das letzte, woran sich ein Mann erinnert, das Essen ist, dann könnte er dabei vergiftet worden sein. Das könnte ein Anhaltspunkt sein. Wo essen die Leute in der Stadt? Beim Nudelmann? Beim Nudelmann. Fragt der Nudelmann nach dem Vergifteten. Okay. Heißt... Ist mein nächster Kampf immer noch... nicht gepuncht, aber... ja. Weißt du etwas über den vergifteten Profiliga-Kämpfer? Na klar! Die ganze City weiß davon. Wow, was für eine Schande. Wütender Welpe will nicht zur Schule gehen. Mama. Warum fragst du? Ist er zufällig hier gekommen? Vielleicht war er hier, um was zu essen? Die halbe Stadt kommt hierher, um was zu essen. Aber danach sind sie doch nicht verrückt geworden, oder? Ich weiß nicht, was du andeuten willst, aber ich habe nichts damit zu tun. Aber wir wissen auch noch, wie sich mein Freund Henry in einen Kürbis verwandelt hat, nachdem er Nudeln gegessen hat, nicht wahr? Hör mal, das hatten wir doch schon. Ich habe dir an meinem eigenen Beispiel bewiesen, dass die Nudeln nicht vergiftet sind. Wenn du wirklich... da ist jemand... Wenn du willst, kannst du dich ein paar Nudeln kaufen und sie selbst probieren. Dann wirst du es sehen. Vielleicht sind sie ein bisschen alt, aber sie sind nicht. Sie sind völlig gesund. Einmal Nudeln, bitte. Ein Moment noch, mein Herr. Also, wenn du mir nicht sofort Nudeln gibst, werde ich selbst Nudeln. Was? Klingt so, als ob deine Kunden doch verrückt nach Nudeln sind. Er ist nur ein bisschen nervös, weil er Hunger hat. Aber er ist immer ein netter, liebenswerter Kerl. Liebenswürdig bin ich. Sieh mich an, ich werde flüssig und glitschig. Und jetzt werde ich warm wie Brühe. Keiner kann mich aufhalten. Ich bin ein gottverdammter leckere Nudel? Mein Gott. Okay, vielleicht nicht ganz so liebenswert. Okay, wir müssen den Typen okay. Der weicht aus. Ja. Fight! Ja, also das war kein Kampf. Der arme Typ wurde von uns massakriert. Gut. Hey, was ist passiert? Warum guckst du mich so an? Lass mich in Ruhe, ich habe kein Kleingeld. Denkst du immer noch, dass du nichts damit zu tun hast? Die Leute spielen verrückt und das hat was mit deinen Nudeln zu tun. Okay. Aber versuch bitte, aber versteh bitte, ich bin nur wegen des Jobs hier. Ich bin ein kleiner Fisch. Wenn du etwas wissen willst, kannst du meinen Chef im Nachtclub fragen. Aber ich bezweifle, dass er dir etwas sagen wird. Ich wette, du würdest dich in nur eine Menge Ärger einhandeln. Was zur Hölle? Warum siehst du so entschlossen aus? Oder ist das Aggression, die ich da sehe? Wie fängt man am besten an, gerade oder von der Seite? Wahrscheinlich besser von der Seite. Ich werde dich direkt fragen, warum wohl werden die Leute von deinen Nudeln verrückt? Weil sie lecker sind, schätze ich? Ja. Nein, ich meine... Ich weiß, was du meinst, aber hier ist meine Frage. Hast du irgendwelche Beweise? Beweise? Ein Kämpfer der Profiliga liegt im Krankenhaus. Ein anderer Kunde ist gerade vor dem Nudelstand ausgeflippt. Nudelladen. Er schrie immer wieder, dass er eine Nudel sei. Ein Klassiker. Und mein Freund Harry
Er bekam eine Nudelvergiftung. Er redete allen möglichen Unsinn. Zunächst einmal ist der Kämpfer bereits aus dem Krankenhaus entlassen worden. Seine Rechnungen wurden freundlicherweise von der Pharmacoma Industries bezahlt. Immerhin ist er ein echter Kämpfer von der Straße. Oder waren es die Slums? Der Kämpfer ist also raus aus dem Spiel. Was den anderen Verrückten angeht, den du von der Straße geholt hast, und dein Freund, der sich hier seit über sieben Jahren nicht weiter als 50 Meter von seinem Haus entfernt hat. Ich glaube nicht, dass es einen Grund gibt, ihre Aussage allzu ernst zu nehmen. Also frage ich dich noch einmal, hast du irgendwelche Beweise? Das habe ich mir schon gedacht. Aber bevor du gehst, möchte ich dir noch einen Rat geben. Es gibt Plätze auf dieser Welt, die du nie begreifen wirst. Pläne. Und Kräfte, denen du nicht widerstehen kannst. Es ist besser, sie einfach zu akzeptieren. Und, hast du etwas herausgefunden? Scheint so, als würden die Yakuza hinter allem stecken, aber ich konnte sie nicht zum Reden bringen. Du bist nicht der Erste, der es nicht geschafft hatte, sie zur Strecke zu bringen. Aber ich habe das Gefühl, dass die Yakuza auch nur eine kleine Rolle spielen. Sie sind kleine Fische. Was schlagen Sie also vor, Mr. Barry? Im Moment können wir nur wachsam bleiben. Und iss nicht zu viele Nudeln, mein Junge. Okay, und hiermit würde ich sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.